Sonne. Das Meerwasser fließt zunächst durch Kanäle in ein großes Becken. So sieht das aus. Wenn man da ins Wasser schaut, ist es noch ganz klar und durchsichtig. Und die Sonne scheint drauf jeden Tag. Nach einer Weile wird es aus dem ersten Becken in ein zweites Becken umgeleitet. Das sieht so aus. Sogar mit Bötchen daneben. Wenn man da ins Wasser schaut, ist es schon nicht mehr so klar, sondern schon ein bisschen trübe. Und immer weiter scheint die Sonne drauf. Wieder nach einer Weile kommt das Wasser aus dem zweiten Becken in ein drittes Becken. Das sieht so aus. Wenn man da reinschaut, ist das Wasser schon ganz trübe und es bilden sich am Rand so braune Krusten. Wieder eine Weile später von einem dritten Becken in ein viertes Becken transportiert mit solchen Wasserrädern. Und da werden die Krusten am Rand schon immer mehr. Richtig dicke braune Krusten. Und überall da, wo das Wasser fließt, bilden sich solche Zapfen. Aber das sind keine Eiszapfen, denn dazu ist es in Australien viel zu heiß. Ins fünfte Becken. Und da kommen unheimlich schöne Farben zutage. Blau, lila, rosa. Und es bilden sich erste Inseln im Wasser. Erst eine, dann zwei und dann immer mehr. Bis fast nur noch Inseln da sind. Auf denen dann sogar irgendwann die Vögel sitzen. Für das Wasser, was jetzt noch da ist, zieht man Gräben und lässt es durch diese Gräben einfach abfließen. Und dann ist plötzlich alles ganz weiß. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das Kristalle sind. Wenn man näher hinschaut, sieht man, dass die viereckig sind. Aber größer konnten wir damals in Australien mit unserer Kamera nicht. Und mit diesen weißen Kristallen kann man natürlich auch was machen. Dazu braucht man solche Maschinen und ein Fließband. In der Mitte das Fließband und rechts und links davon drei Maschinen. Wie geht das? Diese Maschinen haben vorne dran Schnecken, die scharf sind wie Messer. Die schneiden in diese weißen Kristalle rein und schieben sie zur Mitte zusammen. Und in der Mitte ist eine Art Fließband mit Leitersprossen dran und die transportieren das weiße Zeug nach oben. Oben auf ein kleines Fließband und von dem kleinen Fließband auf das lange. So sieht das aus der Entfernung aus. Und von dem langen Fließband fallen diese ganzen Kristalle auf ein anderes Fließband, das den Berg hochgeht. So sieht's von oben aus. Diese Seite ist noch nicht abgeerntet. Da sind die Maschinen und rechts ist schon alles abgeerntet. Das Fließband, das den Berg hochgeht, schüttet diese Kristalle zu einem richtigen Gebirge auf. Berge aus Salz. Das ist nämlich Salz, das aus dem Meerwasser gewonnen wurde. Das könnte man nehmen, es ein bisschen sauber machen und sofort in den Salzstreuer tun. Dadurch, dass das Wasser im Becken ist und kein frisches Seewasser nachkommt und die Sonne immer weiter drauf scheint, lässt sie das Wasser immer weiter verdunsten, immer mehr und immer mehr, bis immer weniger Wasser da ist und nur noch das Salz übrig bleibt. Und man braucht dazu nichts weiter als die Sonne, und das Wasser aus dem Meer.